Hallo und willkommen zu einem News-Video endlich mal wieder hier. Mit dem Marco. Guten Tag. Sag hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ja, wir haben schon länger kein News-Video mehr gemacht. Oder sehr lange nicht mehr. Aber jetzt ist doch ein bisschen was angefallen. Dass wir uns dachten, wir machen doch eins. Und die erste große Nachricht, glaube ich, in Minecraft allgemein. Was ist es? Was ist es? Wuhu! Okay, 1.5 ist. Also endlich, ihr habt es ja schon öfters bei uns gesehen, aber die ganzen neuen tollen Sachen sind raus in 1.5 jetzt offiziell. Redstone nehme ich nicht. Das ganze Zeugs hier, so um ein paar Sachen aufzustellen, die man so sieht. Was gibt's hier noch? Trap Chest, TNT Minecarts. Fuck. Das ist weggeflogen. So, hier aber das meiste werden wahrscheinlich schon alle kennen. Aber hier nur so ein paar Kleinigkeiten. Falls jemand die letzten 2 Monate gepennt hat, wo die ganzen Snapshots rauskamen. Es hat sich ganz viel getan. Da werden wir natürlich weiterarbeiten. Aber an sich hat sich doch nichts geändert, weil wir schon ja mit den Snapshots gearbeitet haben. Und viel hat sich da nicht mehr geändert. Und ja, das zweite ist, so ein kleiner Sendeplan kommt wieder, wie wir ihn schon mal hatten, als wir noch recht klein waren. Und zwar haben wir uns ein paar Sachen hier gedacht oder Gedanken gemacht. Da muss ich jetzt spicken ein bisschen und auch viel erzählen. Marco hat ja angefangen mit LOL. LOL läuft jetzt gerade im Moment um 14 Uhr und teilt sich jetzt halt bei uns den Sendeplatz mit StarCraft 2. Da spielen wir auch zu zweit die Erweiterung im Multiplayer. Und genau, wir haben 2 Games, die recht ähnlich sind. Also beides ja so Strategiespiele, bisschen, also kann man, glaube ich, ein bisschen vergleichen. Also ich denke mal, die auf LoL stehen, werden auch wahrscheinlich StarCraft mögen. Deswegen dachten wir uns, wir nehmen die beiden zusammen und dachten, wir bringen die immer abwechselnd. Also es gibt immer einen Tag LoL, nächster Tag StarCraft. Und immer so abwechselnd. Kann sich natürlich mal ändern, also falls wir jetzt halt mit StarCraft nicht hinterherkommen oder so, oder weil wir da ein Problem hatten oder keine Ahnung, keine Zeit, da wird es vielleicht mal 2 Folgen LOL hintereinander geben oder so, aber an sich wird es wahrscheinlich immer abwechselnd sein. Und da hat sich Marco wahrscheinlich noch Gedanken gemacht, weil da ein paar rumgefragt haben wegen Guides. Ja, also ich werde dann auch Guides machen zu den jeweiligen Charakteren, die es gibt. Auch, also ich habe mir so vorgestellt, dass ich wahrscheinlich einen, ja, wie mache ich's? Ich erkläre kurz, wie man ihn skillen kann, den Hero, und mache ein Botmatch und zeige euch dann ungefähr, was man alles mit dem anstellen kann und in welche Richtungen man den spielen kann und so, an welchen Positionen und blablablub und so weiter. Also so einen kurzen Guide halt wahrscheinlich zu. Genau, also so, ich habe mir vorgestellt, so 10, 15 Minuten, sag alles dazu, was er kann, wo er gut ist, was er nicht kann. Oder, ja, so. Genau. ja, dann nächster Punkt, um 15 Uhr läuft ja normalerweise Planetzeit, das kommt auch weiter. Und, beziehungsweise, entschuldige, 14 Uhr kam ja Planetzeit. Planetzeit kommt jetzt um 15 Uhr. Und APB. APB wissen wir jetzt noch nicht, ob wir da noch was hinkriegen. Wir versuchen es auf jeden Fall, weil ich hatte schon Spaß gemacht. Nur leider ist gerade unsere Hood ein bisschen aufgeteilt. Und ja, da machen wir das gleiche Prinzip eigentlich wie mit LOL und StarCraft, dass wir es auch einfach abwechselnd immer bringen. Also genau. Planetzeit, APB, jetzt wahrscheinlich Planetzeit wird es am Anfang noch ein bisschen mehr kommen, da wir gerade eben keine APB-Folgen am Start haben. Und ja, nächster Punkt, 16 Uhr, Redstone Lab, ganz normal weiter mit uns beiden hier auf dieser wunderschönen Map mit der Oshi da hinten und dem Tower Defense Game, an dem wir gerade arbeiten. Dann 17 Uhr gibt es jetzt eine Änderung, da gibt es keinen GOT mehr. Bevor ihr weint, es kommt noch was dann mit GOT, keine Angst. Um 17 Uhr dachten wir uns, halten wir frei für allgemeine so Specials. Wir dachten mal, wir machen auch vielleicht einen Mod-Test, zum Beispiel Feed the Beast Mods wollten wir mal testen. Unsere Reviews zum Beispiel. Reviews vielleicht. Overviews. Overviews. Ein Testvideo zu irgendwas. Ich wollte vielleicht zu Arma 3 ein Testvideo machen oder mal da was dazu sagen. Wenn wir mal irgendein geiles Frag-Video haben. Also an sich alles so, was in keine Kategorie passt, wird da kommen. Genau.
News-Videos wahrscheinlich auch, also so von den Guides her, die ich dann auch mache, werden da wahrscheinlich auch reinkommen, so in, um die Zeit. Genau, entweder da, ja, schon Guides kommen rein, Texture-Pack-Tests, also an sich so ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Dann um 18 Uhr läuft Feed the Beast ganz normal weiter, von Montag bis Freitag. Und da hatten wir mal das Wochenende frei und da dachten wir, packen wir immer zwei Folgen GOT rein, also Samstag, Sonntag jeweils eine Folge. Die dafür ein bisschen länger, also dachten wir vielleicht so 30 Minuten, zwei Folgen. Da hatten wir mal so Feed the Beast von Montag bis Freitag und zum Ausklingen dann am Wochenende das ruhigere GOT wahrscheinlich. Wo wir so ein bisschen Scheiße palabern, gechillt rumgurken und ja, halt rum-GOT-lern. Und ja, dann der Rest um 19 Uhr, weiterhin Far Cry 2 vorerst mit dem Martin. Der zockt vielleicht dann noch Far Cry 3 oder irgendein anderes Game, je nachdem. Also Far Cry 2 von ihm war eher so der Test, der wollte mal schauen, wie es überhaupt ist aufzunehmen und so, weil er hat es auch zum ersten Mal gemacht. Und ja, wir sind an sich recht zufrieden mit ihm. recht zufrieden, könnte besser sein. Vielleicht behalten wir den Praktikanten. genau, und das läuft auch normal weiter erstmal. Und 20 Uhr, jetzt hat vorerst noch Dead Space. Da muss man schauen, Mathe, dass wir das fertig spielen. Da haben wir aber jetzt bis zur 41. Folge, glaube ich, geht's noch. Also da kommt noch ein bisschen Content. Genau. Und ja, das war's an sich. An sich können wir noch ein bisschen spoilern, dass wir so ganz coole Sachen vorhaben. Auch noch mit vielleicht anderen Minecraftern. Schauen wir mal. Paar coole Sachen kommen noch. Und wir haben schon wieder für Minecraft PG5 ungefähr, Moment, ich hab's offen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, achso, da steht die Zahl, 27 neue Projekte, mit denen, an denen wir gerade arbeiten, die noch nicht fertig sind natürlich. Aber, ja. Wir haben viel zu es viel kommt, irgendwie. Es kommt viel, sehr viel. Genau. Ich hab was Neues gerade erfunden vorhin, aber das zeige ich dir gleich. Während wir hier ein News-Video machen, erfinde ich halt, weißt schon, das ist einfach so der Gott. So Minecraft PG5s. Machen wir mal ein Video. Und zwar, ich weiß noch nicht, schau, wenn man hier die Kiste aufmacht, ploppt sie aus dem Hopper raus, ne? Ja. Was ist, wenn man das so macht? Du hast hier den Boden. Ja. Und die Kiste ist halt komplett voll, also so, dass der Hopper. Der Dropper und der Hopper komplett voll sind und die Kiste halt noch die restlichen Items drin hat. Und solange die Kiste offen ist, tickern Items raus die ganze Zeit. Weißt du, wie ich meine? Du machst sie auf und dann tickert sie die ganze Zeit. Du kriegst die ganze ins Inventar reingeworfen. Weißt du, ist das eine Kiste für Cobblestone oder so. Und wenn du sie wieder zumachst, dann hast du die Items sozusagen mitgenommen. Ja, cool. Wir müssen wir schon. 28. Ja. 28? Achso. Also wie gesagt, gerne, was wir machen wollen, ist jetzt so ein bisschen noch auf Mod-Reviews und so zu erweitern und unsere Reviews selber. Und ja, warum wir das jetzt machen, dass wir auch quasi Let's Plays teilen, ist eigentlich deswegen, weil das Studium jetzt wieder anfängt, so mehr oder weniger. Und da brauchen wir halt auch ein bisschen mehr Zeit dann wieder. Aber wir versuchen alles so gut wie möglich zu pumpen. Nur das Beste für unsere Abonnenten. Yeah baby. Haben wir noch irgendwas vergessen? Sendeplan, Special-Zeug, bla bla bla. Ganz viel bla bla bla. Minecraft PG5 hat 100.000 Abonnenten? Haben wir? Oh mein Gott! Ja. Oh, cool, cool. Da kommt noch was Scheines. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Marco. Guck mal. Was haben wir da Großes hinten? Hm. Okay, wir müssen das Special vorbereiten. Ja genau, dann war es an sich, weil wir haben gerade hier schon wieder viel zu viel palabert. Wir schweifen auch immer gerne ab. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen, ansonsten machen wir einfach ein neues News-Video. Genau. Und spammen euch zu. Nein, Spaß. Also, bis zum nächsten Mal und haut rein. Mal.